Hi Leute, hier bin ich wieder. Und zwar geht es diesmal um eine vernünftige Lüftersteuerung. Ich habe mir eine billige Lüftersteuerung gekauft und war damit absolut nicht zufrieden. Das war einfach der letzte Schrott. Und dann habe ich mir gedacht, komm, greif mal etwas tiefer in die Tasche und kauf dir mal, gönn dir einfach mal was richtig Geiles. Weil sowas braucht man immer im PC. Gerade für Gamers. Denke ich, und Overclockers, finde ich, geht da kein Weg dran vorbei. Deswegen habe ich mir die Lemtron Version 3 gekauft, mit 16 verschiedenen Farben einstellbar, einem vernünftigen Display. Ich muss sagen, ich habe das Ding verbaut. Ich will es euch einfach zeigen, weil es ist einfach mega geil. Ich zeige euch nochmal die Spezifikationen hier hinten. Bla bla bla, könnt ihr euch selber durchlesen. Ich lese das jetzt nicht vor hier. Ihr seht auch, was da alles dabei ist. Hier unten seht ihr, was da drin ist. Zack, zack, zack. Das ist alles drin. Und ich bin sehr zufrieden damit und will euch jetzt auch nicht lange hinhalten. Ich zeige euch jetzt einfach das Teil eingebaut. Okay, bis gleich, Leute. So sieht das ganze Schmuckstück aus. Na, Schärfe. Ist ja nicht so einfach, ne? Bei der Dunkelheit eine Schärfe hinzubekommen. So, also das Display ist sehr gut ablesbar. Ich zeige euch mal, also man kann die Farben verstellen. Es macht auch selber, dass es die Farben wechselt. Dann könnt ihr noch Alarm einstellen, wenn der Lüfter unter einer gewissen Voltzahl ist. Und das ist also schon mal richtig genial. Tja. Die Lüftersteuerung ist auf jeden Fall sehr hochwertig eingebaut. Ich werde jetzt einmal das Licht anmachen, dann könnt ihr sie richtig sehen. So, jetzt könnt ihr sie sehr richtig sehen. Also die Blende vorne ist aus einem gebürsteten schwarzen Aluminium, die ihr auch ganz einfach abbauen könnt und vielleicht auch selber mal nachlackieren könnt oder so. Finde ich schon recht nice. Aber das Display, also es kommt jetzt hier auch über die Kamera nicht so gut rüber, aber das Display ist einfach der Burner. Also sowas Klares und von allen Seiten wirklich ablesbar. Das kann ich euch hier, guckt euch das an. Von hier ablesbar. Also, das soll man Hersteller nachmachen, das sage ich euch. Nein, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dieser Lüftersteuerung und ich zeige euch mal ganz kurz, was für ein Dreck ich vorher hatte. Moment. Und zwar war das diese. Hier seht ihr es nicht, aber einmal mit einem ganz feinen Tuch rüber hat es schon komplett total verkratzt. Also das konntest du echt vergessen. So, da sind wir wieder bei dem schönen Teil. Und weil es so schön war, zeige ich euch einfach mal. Nochmal meinen Rechner so ein bisschen. Vielleicht gefällt euch der. Ich zeige euch einfach mal, wie der aussieht. Ich mache jetzt über die Lüftersteuerung, regle ich jetzt auch die LEDs. Da könnt ihr sehen, dass sie heller werden. Ne? Also so sieht das ganze Schmuckstück dann aus. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach. Aber das ist so mein Schmuckstück zu Hause. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, Leute, ciao und viel Spaß beim Zocken.